Wir sollen jetzt mit Rev noch quatschen, ne? Irgendwie. Wer ist hier Rev von denen? Na, den Dude, mit dem wir gerade gesprochen haben, oder? Oh, hier ist noch eine Quest, der... rette den Droiden Halsin. Na, das hat ja vorhin dreimal gesagt. Gut. Aber mit dem haben wir doch gerade gesprochen, das war doch da gerade der Typ eben. Ja. Naja, aber auf der Karte, wenn man M drückt, wird das... Das ist wahrscheinlich der Rev. Das ist die Quest. Rette den Druiden. Mhm. Da hätten wir... Ja, wir sind jetzt da in das Wüstengebiet gelaufen. Wir müssten eigentlich nach unten laufen und nicht nach rechts. Ich geh mal mit dem quatschen und hol die Belohnung ab, ne? Okay, mach das. Sollen wir mitkommen? Ich darf schon mit bei ihm. Macht, was er denkt. Ich folge dir, Dicker. Hat der nicht gerade gesagt, die Sotalsin? Oder wie er heißt? Der steht hier neben mir. Das ist immer noch der Name der Quest. Achso, das ist nicht sein Name, wenn ich direkt auf ihn... Na, ja, aber ich laufe doch gerade zu dem Namen der Quest und wir müssen ja mit Rev oder irgendeinem anderen hier quatschen anscheinend, um die Belohnung zu kriegen. Ah, okay. Ich höre dich zu. Wir können jetzt mit dem hier zu dem Lager gehen. Wo auch immer das ist. Können wir machen, klar. Seid ihr soweit fertig? Bin jetzt über der. Excellent. Ihr seid durch der große Tore näher, ne? Na, jetzt komme ich ja eh schon hinterher. Wir sind im Lagerplatz, okay? Okay. Tag schnell davon. Naja, wollte er doch, stand doch da. Okay, jetzt haben wir jetzt die alle im Lager. Ach, guck mal, jetzt verkaufen die auch alle hier oder was in unserem Lager? Na, das mussten wir vielleicht erstmal machen, damit wir auch hier verkaufen können. Ja. Weil ist da unten und streichelt den Hund bei Alex. Na, jetzt können wir sie alle töten. Wir stellen über die Jusen seine Fässer hin und sprengen die alle hoch. Alter, wie das jetzt leckt im Lager, Alter. Ja, muss erstmal alles geladen werden, anscheinend. Oh, fuck. Ja, das sprengt meinen Rahmen jetzt hier. So, oben hat Dings noch einen Ausruf. Aber wie cool, wir haben in der Stadt wir haben im Lager eine kleine Stadt, wie cool. Ah, der Team hat sich gerade kurz aufgehangen. Ja, ich weiß. Das habe ich gerade gesagt. Du hast gesagt, das sprengt deinen Rahmen und dann dachte ich, du bist weggeflogen. rausgeflogen. Weggeflogen. Ja. Alex hat mal schnell die Flügel ausgebreitet und ist losgeflattert. Diese Lazell hat ein Fragezeichen drüber, wer will mit der quatschen? Ausrufezeichen meinst du? Ja. Kannst du gerne machen, ich muss immer auf Klo. Ist nicht meine Story, nein. Ey, ihr seid halb verwandt, also. Ja. Ich muss noch mal kurz was zu trinken. Ja, da ist er, Alex hat ihn. Immer auf Klo. I'm sure there are. You strike me as extremely resourceful. But there are many grateful people here who want to spend time with you. I must not keep you all to myself, as enjoyable as that may be. Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. Ich quatsche nochmal mit Voldo. Ach, das. Come on, Alfie, make it spicy. This might be oh, geil. Talking, but I'm feeling inspired. Keine klappen jetzt. But I need an angle. Any ideas? Thank you.
One raunchy ballad coming up. A wonderful one indeed. But your deeds loom larger than life now, my friend. You simply must have a title to match. Beiler hat das Spiel wieder verlassen. Jupp. Ich bin wieder da. Beiler ist wieder rausgeflogen. Exactly. Wrong, my friend. Okay. I urge you to leave the fact-finding to experts, Now, back to your revels. I have some details of your victory to rearrange. So, wie hast du ein Auge bekommen? Nee, noch nicht. Der hat mich nur vollgequatscht. Ja, ich glaube, das passiert auch nur bei Nacht. Da müssen wir das nächste Mal pennen gehen oder so. Es ist doch Nacht. Achso, okay, wir müssen jetzt pennen gehen, okay. Ja, dass da quasi so eine Nacht ankommt, wie der Vampir, der dich anknabbern wollte. Ja, dann... Laber ich jetzt mit der da? Ja, mach mal. Yet, they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. A pity for us both you've turned your back on me so often. So you say. But come morning, you will wonder. You will wonder how my lips might have tasted. How my fingers on your skin might have felt. Oh, but do enjoy yourself this night. Alex und die Ex-Olle. I intend to myself. Ja, das wäre süß. Pass. Let's make it 20. Fällt dir denn wenigstens ein Outfit, was die trägt? Erzähl mal. Sagt er jetzt. Bitte einfach nur. Go on. The others will kill me if I keep. Zwerge sollen große Finger haben, hab ich gehört. Gut, na dann, wollen wir pennen, oder was? Ich bin aber noch gar nicht müde. Dann gehen wir pennen. Also eine lange Rast jetzt. Weiß ich nicht, ob wir die machen müssen. Ich weiß auch nicht, wir können jetzt auch noch, aber wir wurden ja hierhin teleportiert. Na, auf jeden Fall ist jetzt alles können, wieder voll. Können, naja, die leben ja. Bei uns, meine Zauber sind immer noch nicht voll. Nee? Nee. Ah, okay. Ich glaube, bei mir ist Kampf auch noch nicht voll. Und Lager verlassen kann ich auch nicht mehr. Nee, ich kann auch nicht Lager verlassen. Nur zu Bett gehen. Okay, schau. Ja, lange Rast. Na, dann oder dann kurze Rast. Kurze Rast wäre auch möglich. Aber Paul ist nicht da. Ja. Also bringt das nichts. David spielt doch Pyla, seinen Charakter. Also pennen wir jetzt, oder was? Ja. Oder wie? Ja. Ja. Okay. Wir haben doch keine andere Wahl. Guck mal, was alles passiert. Gar nichts alles. Okay. Hat er die Fischdinger? Okay, haben wir geschafft. Okay, anscheinend verkauft er jetzt hier, der Droide. Okay, die wollen alle quatschen anscheinend. Außer Volo. Achso, ich quatsch gerade schon, hä? Seht ihr das auch? Ich bin sicher, eine Cure für euch kann man auf den Moonrise Towers finden, aber es ist kompliziert. Die Journey spezifisch ist extrem gefährlich. Though it seems you're well accustomed to navigating danger. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow.
You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. You're half right. You have to get to Moonrise, but you still have a choice of how to get there. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the Shadow Curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Saluna. It leads to Moonrise. Aber dann scheitert wohl nicht an OBS zu liegen, wenn der Rechner sich jetzt so schon auf die Hand macht. Heißt wohl, ich muss irgendwann mal meinen Rechner neu machen. Weil sonst fällt mir nichts mehr ein. Dark Justicius. I must see for myself. Aridan and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketherick's forces could access both the Temple of Saluna and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Anything is preferable to risking the Shadow Curse. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, nicht klicken. My counsel. I've long sought to return aber deine Entscheidung. Towers. It seems our fates bei euch, oh, dass seine Stimmen so wechseln? Mhm. Ja, ja. Das hört sich so an, als wenn eine alte Aufnahme wäre und dann hätten sie nochmal eine neue dazwischen gepackt oder so. May Sylvanas guide us. Let's not forget the devil Karlach. The coast is in danger for as long as she's loosed on it. We need to find her and kill her. Meine Kamera war einfach gerade irgendwo hier im Busch. Okay, wir können das Lager verlassen. Mhm. Schade. Ich dachte, wir können jetzt mit dem handeln. Ja, wir haben jetzt eine neue Quest. Geh durch den Geheimeingang, reise durch das Unterreich. Wo seid ihr hingereist? Ich bin einfach bei den Druiden. Einfach aus dem Lager raus, Digga. Und oben haben wir jetzt noch Reise über den Gebirgspass. Ach, da hinten seid ihr. Kann ich da auch hinlaufen? Na, wenn das Spiel jetzt so Probleme bei euch macht, wollen wir ein Schloss für heute machen oder macht er noch länger? Momentan geht's. Bin gerade am überlegen, wie ich zu euch komme. Einfach hier rumlaufen wieder, Digga. Die Steintreppe da hoch und rumlaufen. Ach, so rum seid ihr gelaufen, ja? Weil's. Ja. Bei mir sieht. Ich muss vielleicht mal einstellen, dass die Karte sich mitdreht oder sowas. Ich bin davon immer echt hart verwirrt. Also den Weg hier wieder raus, sagt der Alex. Genau. Ja, weiß ich nicht, was wir als nächstes machen wollen. Wir können ja mal die Karlach hier jagen, oder was? Die haben wir ja schon lange. Können wir gerne machen, aber wie kommen wir da hin? Obwohl, können wir hier oben links abbiegen? Und dann. Ja. Oder halt, hier. Da drüben halt. Wie kommen wir hier oben hin? Auf der anderen Seite, guck mal, da ist so ein grünes Fleckchen, wenn wir da vielleicht hochspringen können. Wenn wir jetzt hier rausgehen und dann, durch das Tor. Nach... Durch die Steintür meinst du, oder was? Ja, man kann ja. Ich lauf einfach hin. Ich zeig's euch. Ich jetzt erklärt habe auf der Karte, ist egal. Ach so, da unten, ja. Ah, scheiße, ich bin gerade durch die Steintür. Ja, okay, schickt er mich zurück. Ich bin da. Mhm.
Zeig mal, was du vorhast. These tracks. Goblins? Was ist da für ein Stein, der so leuchtet? Irgendwas. Eine Steintür, krass. Und die hier meinst du? Ja. Das ist eine gute Frage, die. Komm mal auf da. Achso, da kann man rennen. Okay. Ja. Ah, haben wir hier nicht gegen die Dings gekämpft oder ist das eine andere Höhle? Ne, hier ist diese unterirdische Passage, oder? Na, die wir suchen sollen. Wenn er auf die Karte guckt, wir haben hier noch gar nichts erforscht. Also ist irgendwas anderes. Okay. David, weißt du, wo die Steintür ist? Ja. Da vorne liegt auch noch eine Rune. Also hier unten waren wir noch nicht. Dann haben wir doch jetzt eine Aufgabe. Ich speichere mal kurz. Wächterstatue, pass da auf, Alex. Dings. Ja. Weiß nicht, was die macht. Bitte. Yep, okay. Ist gut. Oh, können wir doch einmal durchrennen, oder? Na, warte mal. Oh, da vorne liegt aber ein Ölfass. Wenn du da stehst und der schießt drauf, dann bist du weg. David nicht wieder. So, wir können doch von hier auch einfach die Statue töten. Einfach alle drauf schießen. Na, jetzt war aber kein. Okay, Zähigkeit. Einer Objekte sind ungewöhnlich robust. Du musst ihnen genug Schaden auf einmal zufügen. Oh, okay. 65 Schaden. Ja. Wenn wir den nach und nach. Nee, bringt gar nichts. Also, ich denke, es bringt gar nichts. Außer Palder kann auch irgendeinen krassen Zauber rauszaubern. Ja, aber ich würde jetzt für die Statue nicht unsere krassen Zauber verwenden. Ja, aber die Steinzerstörung irgendwie so. Das ist ja ganz geil. Ja, ich könnte Alex unsichtbar machen, der könnte sich dran vorbeischleichen, aber dann kommen wir auch nicht hinterher. Ja, das stimmt leider. Ja, bringt das auch nichts. Aber einfach durchlaufen. David hatte doch letzte Mal auch irgendwie die Dinger, also die außer Kraft gesetzt. Naja, da war gerade ein Licht auf das Ding drauf. Deswegen. Da hat sich's aktiviert, jetzt ist das Licht aber weg. Hier ist, ich weiß nicht, ob ich das probier mein Glück. Angreift. Hier ist die Rune des Adlers. Vielleicht muss man die anklicken. Weiß ich nicht. Ich lauf hin. Arcana Schutz. Ja. Ja, jetzt ist er aus. Okay. Looking ahead. Nun, Heiltrank. Den können wir hier brauchen. Noch einer. Da unten ist noch eine Rune. Da hinten ist so eine Kiste. Rune des Wolfes und toter Mensch. Oh. Und Rune des Bären ist da auch. Oh, ich hab ein. Oh, die Kiste ist getrappt. Ja, Alex, du musst Alex sein Glück versuchen. Wo denn? Hier oben bei uns. Pass auf, dass du da nicht hingehst, Palder. Komm ich nicht hoch. Du kannst ja außen rumlaufen. Ja, bin ja auf dem Weg. Schneller. Ah, die fette Kiste da hinten, oder was? Muss Alex den Bus noch knacken können. Ja, hab ich. Ist offen. Nice. Und was schicke drin? Ein schöner Stab für dich. Musst du dir mal angucken in meinem Inventar. 0 bis 7, ja, macht schon mal ein bisschen mehr Schaden. Umwerfen wie der andere. Liegende Falle. Chance auf Hässeln des Ziels, sofern es keine Pflanze und kein Tier ist. Ja, wie geil, Alter. Kannst du alle so ein bisschen fesseln immer nebenbei. Ist doch cool. Oh, mein anderer Stab, der hatte dafür halt einen Zauber drin, wo ich Wasser erschaffen kann, was halt mit Blitz kombiniert auch echt cool ist, aber ich nehme den. Aber da ist dieses Fesseln geiler für dich. Weil Wasser ist nicht immer praktisch, aber Fesseln. Gut, das wäre noch hier was für
David, obwohl sein Helm es bestimmt besser war. Ja, ich hab einen Heil. Ja. Was hat hier Alex noch für einen Hut gefunden? Ungewöhnlich. Besänftigende Lieder. Ah, die Tür da oben hast du jetzt aufgemacht. Ne, die Wächterstatue hast du aktiviert. Ich hab die deaktiviert. Achso. Gut, dann kommen wir mal runter zu euch, wa? Also hier sind auf jeden Fall überall noch Türen, wo wir rauskommen. Wahrscheinlich kommen wir jetzt hier zu der Quest weiter. Aber das oh, liegt eine tote Leiche. Rune des Wolfes. Oh, bei Rune des Wolfes. Rune des Bärens. Was war passiert, wenn wir die aktivieren? Ich habe die gerade deaktiviert, damit wir da vorbeikommen. Ach, da oben. Komm mal, wo ist das Rune des Wolfes? Na, springen oder nicht? Und da, wo du stehst? Ist zu weit weg. Muss usen machen. Muss usen. Na gut. Gucken, ob er es schafft. Und du musst dann ganz schnell unten zu der Rune usen und die deaktivieren. Ah, gleich hinklicken. Also hier und dann? Ja, und schnell in die Runde. Lauf doch einfach da unten zur Rune. Beeil dich. Ich seh keine Rune. Oh, Digga, Alter. Komm mal. Da unten. Drück drauf, du stehst doch direkt daneben. Ja, aber die Kamera ist gerade gefickt. Alter, Jusen, wirklich. Alles gut. Nee, ist nix gut, Alter. Du hast noch 10 Leben. Kann man denn so verpeilt sein? Alles gut. Nimm den Mensch da unten mit. Wie bitte? Die Leiche rechts neben dir. Nehme ich mit. Wir müssen ansonsten Mausrad gedrückt halten, dann kannst du dich drehen. Okay, dann müssen wir da Richtung Fackel weiter, wa? Na, oder wir gehen oben weiter, wo gerade die Truhe war, weil da ist, glaube ich, unsere Quest auch. Hier ist eine Tür, ja, eine Steintür. Oder kommt. Ne, da kommen wir nicht her. Ne. Was, wo kann man nicht her? Hier oben bei mir. Ja. Okay. Da geht, glaube ich, auch die Quest jetzt gleich weiter dann, oder? Aber ich weiß ja nicht, wo der andere Gang hinführt. Das könnte aber auch nur ein Ausgang sein. Ich müsste mich mal ganz kurz heilen. Achso, nee, warte mal, nee. Ja, die Quest zeigt mir unten an, dass wir ja, wieder raus müssen. Aber ich würde trotzdem gucken, vielleicht durch die Steintür, wo wir da hinkommen. Ja, dann gucken wir. Dann guck doch kurz. Ich komm mit. Wenn du Hilfe brauchst, kommen wir hinterher. In klaren Bibliothek. Wahrnehmung, warte. Nicht laufen. Ah, das ist neu. Aber wir können auch unten lang laufen, da zeigt uns auch wieder die Quest. Alter! Okay, hier ist eine Falle mit einem Schwierigkeitsgrad 30. Die kann ich nicht entschärfen. Selbst wenn ich eine 20 würfel. Sind 3, 5, 7. Ne, ich komme maximal auf 28. Ah, jetzt sind wir nicht wieder hier, wo wir das erste Mal die Druiden, die andere Kleine getroffen haben? Oder? Ist das hier nicht? Lass uns hier wieder rauslaufen, ehe wir jetzt sterben. Ja, geht wieder zurück. Durch die Tür. Ist die Frage halt, wenn du unsichtbar bist, ob du da durchkommst. Ich weiß nicht, ich will es jetzt aber nicht probieren. Wir haben noch andere Wege. Geben wir uns auf. Vielleicht kann ich mich ja noch skillen und dann wird die vielleicht einfacher, die Falle. Das kann auch sein, ja. So, also gehen wir jetzt nach hier hin, da also... Warten wir doch einfach. In die andere Richtung. Ja. Nee, da geht's nicht weiter. Warte mal. Ja doch, da ist eine Tür. Ja. Aber die Quest in die andere Richtung geht. So, dann wir zurück. Oder unter euch geht's weiter. Ansonsten gehen wir da oben erstmal in der Tür gucken. Wir sind schon durch. Okay, ist gar nichts. Okay, doch hier, man könnte hier hochgehen. Guck, hier rechts kommen wir hoch, ja. Aber mehr ist da noch nicht. Na, doch, nach links kann man hochspringen. Geht das Jusen? Ja. Also kommst du ein bisschen von hinten. Aber kommen wir hier nicht so wieder in das Lager, wo wir gerade eben waren?
glaube schon. Ja, stimmt. Hier war doch die, war die doch eingesperrt, ja, oder nicht? Ja, ja. Aber hier ist wieder auch so ein fucking Typ, Alter. So, noch eine verschlossene Tür, wo geht die hin? Aber ich glaube, warte, wenn ich richtig bin, dann war das. Wir sind doch hier durch dieses Steintor durchgegangen und dann konnten wir da irgendwo an der Seite hochklettern, oder nicht? Und ich guck nochmal kurz. Und dann waren wir da oben schon mal. Ja, genau, hier kommen wir hoch. Ja? Ich guck nochmal, ob ich dann wirklich da oben bin. Master Halcid's home. Das ist eine Leuchtende davor, die Jusen. Du musst aufpassen, hier ist wieder so eine Panther-Statue bei dir in der Nähe, ne? Nicht, dass sich das Ding auch angreift. Ja, ja, das Ding, ich kann hier nicht weiter, ich komme gleich wieder zu euch zurück, aber ich weiß nicht, was es ist. Aber sonst ist hier oben auch nichts weiter. Nee. Das wäre nur irgendein Pilz gewesen oder so. Ja, 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 hier kann man hochklettern. Nice. Okay, ihr müsst in der Stadt durch das Steintor gehen. Oder? Nee, hier ist nur eine Truhe, aber hä, kommen wir nicht hier runter? Ah, hier ist auf jeden Fall eine dicke Truhe, die können wir noch machen. Aber dann können wir hier nicht runterspringen. Master Halcyon's past his prime. It might be time for another. Unterbrochen. I'm no fan of those devils either, but they're leaving. If it had been up to Kolga, they would never have been here at all. Ah. Also Pyla könnte hier den Zauber machen, dass wir keinen Fallschaden kriegen, dann könnten wir hier runterspringen. Ist da vorne wieder durch die Steintür gegangen, oder was, David? In der Stadt durch das Steintor. Also wieder zurück, oder wie? Nee, da ist er gerade da. Nee, zurück. Oder so war das. War hier. Nee, ja genau. Und dann da vorne links hoch. Oh, jetzt bin ich schon dran vorbeigelaufen. Oder? Links hoch. Hier. Und wenn du hier dein Falsch, Anti-Fallschaden-Zauber machst, dann könnten wir wahrscheinlich hier runterspringen. Ist jetzt die Leiter hoch, oder? Ja, genau, die Leiter hoch. Ey, wo seid ihr? Jusen, ich bin doch gerade hinter dir rein, Jan. So, dann müsste David hier irgendwo. Hinter mir. Ja. Hier, ich stehe hier. Nee, du bist genau hinter dir. Du bist ja noch hochgeklettert. Jusen. Achso. Ist die Frage, ob es eine bessere Position zum Springen gibt, aber ich glaube. Aber da unten haben wir doch auch schon gekämpft, oder? Ist das hier nicht uns schon bekannt? Ja, stimmt. Oder wir hätten hier. Warte, das ist doch die Brücke. Haben wir da nicht gegen, auch gegen Goblins gekämpft? Ist das nicht hier diese kleine Goblin-Stadt gewesen? Nee. Nee. Hier muss es ja weitergehen. Also wenn wir hier runterspringen und nach links gehen, dann da ist ja noch alles ausgegraut. Ja, genau. Aber hier ist auf jeden Fall erstmal die Truhe, die könnte Alex machen. Ich sammle hier unten gerade noch alles ein. Ist da wieder was nachgespawnt? Na, alles, was man noch klauen kann hier. So, noch nicht, dass sie denn böse auf uns sind. Ne, wer denn? Ist doch keiner mehr hier. Na, die Leute draußen? Ja, da waren Leute draußen. Ich weiß nicht. Nicht, dass der Händler uns dann nicht mehr mag oder so. Mhm. Wo ist die Truhe? Ja, bei mir, Alex. So, hier, seid auch geklettert. Ist doch offen. Hä? Da stand gerade, dass. Ja. Dass sie nur verschlossen war. Wow. Naja, und hier könnte man dann halt runterspringen nach ganz unten, aber ich krieg halt 23 Damage. Dementsprechend, wenn du den Zauberspell einsetzt oder lernst, dann kannst du da unten, glaube ich, so ein Feld machen, wo wir hinspringen können.
Muss ich nicht jeden Einzelnen verzaubern? Aber ganz ehrlich, wir können einfach ein bisschen runter an den Klippen lang und dann können wir auch da wunderbar lang. Also wir müssen nur ein bisschen an den Klippen lang springen. Unten. Ich kann da nicht hinspringen. Na doch, das ist... Ganz unten springen. Ja genau, ganz unten. Nochmal runterklettern hier. Ja, wo da runterklettern? Na hier runterklettern und dann hier die Klippen lang. Das müsstet ihr sogar schaffen, auch mit springen. Ach da, ja. 25 dp. Da hinten dann runter. Na, dann kommen wir ja hier rüber und da waren wir ja schon mal. Also müssen wir doch lang. Ich will ja hier oben lang. Da, wo die Quest ist. Aber darum geht er nicht lang. Das hat er doch gerade erklärt. Es geht da lang. Ja, du kannst ja da runterspringen. Und da muss Pilar nur das Feld hinmachen, dass wir keinen Fallschaden bekommen und schon können wir da hinlaufen. Wo war denn das? War das noch bei I wieder oder was? Ja, die Frage, ob du jetzt eine Schriftrolle nimmst, weil wir mehrere haben, oder du erlernst einfach einen und machst dann den Spell. Aber wenn der natürlich. Ich will generell bei meinen Zaubern gerade mal gucken. Da. Ja, du hast da Schriftrolle, Federfall. Du und deine Verbündete seid in der Nähe. Du und Verbündete in der Nähe seid gegen Fallschaden immun. Ja, das ist ja die Frage, ob das ein Feld ist, was du hin. Nee, kannst du auch erlernen. Ja. Ich hab's jetzt nicht gefunden, dann erlerne ich's einmal. Aber wie war denn das nochmal mit dem Erlernen? Oh, nicht zaubern. Tab drücken. Rechtsklick. Zauberbuch. Zauber erlernen, 50 benötigt. Kann mir einer mal schnell 50 Gold ins Inventar schieben? Muss trotzdem nochmal draufklicken, oder? Ja. Dir ist erstmal alles gegeben. Okay. Da habe ich erlernt, das Teil. Jetzt Zauber ausrüsten. Da ist er. Tauschen wir mal kurzatmig gegen ihn, Checo. Und ich meine, wenn ich die Steine runterspringe, so ein bisschen aufpasse, passiert mir viel oder was? Das steht da, Jusen. 10 Züge, 9 Meter. Oh, weil ich hier vorne stehe, sind schon nur 19. Stehen wir alle dicht genug aneinander? Ich stehe direkt an der Klippe, ja. Oder ich gehe mal zu. Wir müssen uns ja alle sehr dicht aneinander stellen. Ich weiß nicht, wie weit der Bereich ist. So. Ich probiert mal. Ja, wird angezeigt. So. Federfall, ja. Ja, 0. Hui! Alter! Ist auch ordentlich. Juhu! Nice! Könnt ihr da mal weggehen? Bitte? Schnell? Hast du Angst, dass du so auf uns... Nein, ich komme da sonst nicht hin, wenn ihr da rumsteht. Wir sind weg! Na, lauf mal noch weiter weg, bitte. Lauft einfach irgendwo hin. Ich bin aber ganz weg. Komm da nicht runter. Komm da nicht runter. Dreh die Kamera weiter. Ey, nee, Alex hat's ja angezeigt bekommen. Du musst weiter die Kamera drehen. Viel, viel weiter. So, dass du den ganzen Berg siehst. Ich bin fast den Untergrund vom Berg. Du musst quasi ins Gesicht gucken. Einmal um 180. Ja. Hier hinten, ja, hatte ich glaubt. Hier hinten ist so ein Dude, wenn wir nochmal zurück in die Richtung gehen, der blutet irgendwie. Okay. Karlach. Warte, ich speichere erstmal. Ja. Das ist der, den wir jagen sollen, Digga. Ach, das ist der, gut. Soll ich mit dem quatschen erstmal oder gleich angreifen? Das ist der, den wir jagen sollen. Den sollen wir töten. Wir können aber vorher mit ihm reden. Richtig. Na dann, probier dein Glück. Mach ich. Ich probier mein Glück. Ich mach doch schon. Weil du bei mir im Wasser stehst. Ach so. One horn. This is the devil Will has been tasked to kill. Hä, das ist die Olle, die in meinen Träumen aufgetaucht ist, glaube ich. Obwohl, ne, die hat andere Hörner. Also gleich in den Kampf, oder was? Ich würde erstmal nachfragen.
Was soll Shaolin? Mach. Was? Was soll ich denn machen? Okay. Me! Never been better. Oh, fuck me. It's you, from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called Paladins of Tyr did. Now that's a story, and I'll tell it to you, but truth be told, we shouldn't stay here too long. See, these paladins have... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies, as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. Not by choice. I'm a good skull crusher, but I never wanted to serve Zariel. From that peek I got into your head, I'm not the only one with problems on top of problems. A mind flayer tadpole, huh? And no joy getting it sorted as of yet, I see. I'm Karlak. And you are? When you were the Nate. Ich muss mir auch sagen. Durch. Well met, soldier. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? Ja, freilich. A little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. Played along until I could get the fuck out of there. It took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dog she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Wanna help me take them down? Also können wir uns jetzt eigentlich mehr oder weniger entscheiden, ob wir sie platt machen oder ihn platt machen, oder was? Join. Jürgen, hast du Bock, gegen Paladine was zu machen? Oh ne, dann schicken wir sie zurück ins Höllenloch. Mit der zu kämpfen wäre bestimmt cool. Seht ihr doch mal an, sie leuchtet. Okay, dann kennen wir sie. Und sie hat eine geile Axt, Alter. Vielleicht würde ich sie nehmen. Bis jetzt aber aus wie eine Standard-Axt. Ey, nicht diese Einstellung. Okay, dann schicken wir sie zurück in die Höllen. Nee. Wenn wir das machen, dann gehen wir mit ihr zusammen und gehen die anderen töten. Ja, danach können wir sie aber immer noch töten. Nein, nein, nein. Dann gleich Angriff. Sie ja Zeit bitten. Nee, gleich Angriff, würde ich sagen. So wie du magst. I can see that. But look, if we take care of my little problem, we can move on to ours. The tadpole. Kill some enough, fiends, okay. Evict a parasite, and take Faerun by the short hairs. Sound good? Du Schleimer. Ich wäre fürs Zweite. Wir können sie auch noch später töten. Für die Axt haben. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though.
Looks like you got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Sind doch in unserem Lager. Gut. Haben wir sie nicht besiegt? Haben wir die Quest noch? Stelle die Paladine, ne. Ne, das haben wir jetzt dadurch eingetauscht. Dann müssen wir jetzt die Paladine machen. Wisst ihr, wo die sind? Nee, sind besser geht's noch nicht, ne? Oben rechts. Dann würde ich doch ein Toter. Oh, cool. Gold nehme ich immer mit. Oh nein, nee, wollte ich gar nicht hochklettern. Oh, nee, du kletterst hoch. Was ist denn so schlimm, hier hochzuklettern? Nichts. Ich dachte, ich hätte nur aufs Klettern geklickt. Weil hier sind so viele Tote. Warte mal, Alex. Ich habe ihn. Da vorne sind ein paar. Habe ich gesehen. Wölfchen. Achso, ihr seid da unten, wir sind hier oben. Oder? Aber wollen wir die Wölfchen mal wegklären, oder? Dann lass du erstmal auf die anderen warten. Ja, das sowieso. Wenn man den Weg da hoch. Alter, bist du hier oben auf dem Dach im Haus, oder wo bist du? Ja, da unten reden auch gerade welche. Oh, ich hab gerade die Tür offen. Ich bestehle die erstmal, die merken das eh nicht. Also ist ja auch kein Bestehlen, wenn es nicht rot ist. Das ist ein Ausleihen, ja. Okay, man kann mit ihr da unten reden. Hier hoch. Unten sind noch ein paar Kisten. Sieht denn Wölfe eigentlich nicht? Also, vielleicht sehe ich die nicht, weil ich nicht erreicht bin. Also ich kann hier quasi auch ins Haus reingehen. Naja, klar, da sind die Leute, denke ich mal, drin, die ich von oben gesehen habe, oder? Ach nee, du bist ja. Oh, das ist eine Händlerin hier. Ja. Oh, es wird gespeichert. Oh. Looks empty. So, ich bin im Dialog. Was meinten ihr? Warte kurz. Dialog. Also 4 ist, glaube ich, kämpfen und 3 ist mit den Handeln. Nee, wir brauchen ja nicht, obwohl, ne. Killen können wir sie immer noch. Euro feilen. Ah, scheiße, das ist ein Pfeil. Ah, das ist du. Oh. Heiliges Wasser. Alex, hier könntest du noch 3 Heiltränke kaufen. Und 4 Wiederbelebungsdinger. Kannst du auch? Achso, stimmt, du kannst mir das Geld reinpacken. Hat Pfeiler, ich habe kein Geld mehr. Okay. Höhlenloch zu groß. Ich habe hier hinten hinterm Haus ein kleines Loch gefunden. Wenn man sich schrumpfen könnte, könnte man da reingehen. Das heißt richtig Höhlenloch. Aber Pfeiler, hast du Derwisch schon das Gold gegeben? Da kannst du dich doch aus meinem Inventar nehmen. Nee, nicht wenn er im Dialog, nicht wenn er im Dialog mit dem Händler ist, ne. So, hat alles drin. Dankeschön. Kann sich einer von uns auch verkleinern? Ja, oder Alex? Geht es größern und verkleinern? Nein. Das nur vergrößern. Hm. Ah, mich ja mal interessiert, das Loch.
bin zu groß. Zufällig ein Verkleinerungszauber. Be wary. This place is trapped. Ich hab eine Ich hab die Schatzkammer gefunden. Schatzkammer, schön. Nee, ich hab auch keinen Zauber oder Trank, der mich verkleinern kann. Trap, be cautious. Ade, schade. Du kannst dich auch nicht verkleinern, ne, David? Nee. Obwohl, doch, ich kann als Katze sein. Vielleicht passt du dann ins Loch. Wo bist du nochmal? Hinterm Haus direkt. Von dem Händler. Bist du denn hinter das Haus gekommen? Ach da. Ah, einmal außen rumgelaufen. Steh da genau hinter diesem... Also hinter dem Händler. Genau. Dann rechts runter und dann hier machen. Herr Jusen, kannst ja mal gucken, dass wir da den Paladin stellen. Hier da, wo ihr gerade steht, oder was? Nee, im Haus. Irgendwo muss ein Paladin eigentlich sein, mit dem du quatschen. Was ist denn das Loch? Ich sehe das gar nicht. Na, der da vor dir. Neben dir jetzt links. Das ist ein kleines Loch. Soll ich mich genau da vorstellen, oder hast du das? Ach so, da einfach, Alter. Ich kann als Katze. Als Katze könntest du da eigentlich durchpassen. Jusen, kannst du mir mal bitte was abnehmen? Ich bin schon wieder überladen. Du bist ganz schön eine große Katze. Hey David, hier wo ich vorstehe. Genau vor mir. Im Boden. Ich sehe da ehrlich gesagt nichts. Auch nicht genau vor mir. Da steht. Ah, hier hin noch, ja. Ja, er passt rein. Nice. Und ist da was Cooles? Alex, ich bin unten bei Alex. Ah, okay, so hättest du. So den Weg dahin gehen können eigentlich nur, oder? Darf ich mich bewegen, Alex, oder geht gleich die Falle hoch? Ja, nicht bewegen, geh raus, bitte. In welche Richtung kann ich denn laufen? Wo seid ihr denn hingegangen? Und könnt ihr bitte was aus meinem Inventar rausnehmen, sonst kann ich die Fallen hier unten nicht entschärfen. Schon was rausgenommen, brauchst du noch mehr? Ja, alles. Das siehst du doch an der Leiste, Jusen. Nimm raus, was du kannst, bitte. So viel wie geht. Zum Glück hat David ja noch so Platz. Also muss mal gucken, du hast nur noch einen Dolch in der Hand. Du hast dein Schwert weggepackt. Gehen denn die Wahrnehmungswürfe jetzt hier immer kaputt? Die geht bestimmt gleich hoch hier, ey. Ich kann die nicht entschärfen, wenn ich die nicht wahrnehme. Du bist ja jetzt einfach in den Keller gegangen, oder was, Alex? Mhm. Könnte einer vielleicht runterkommen noch und sich hier in die Tür stellen bei mir und die Fallen wahrnehmen, dass ich die entschärfen kann?
Einfach da vorne. Sehr gut. Gelootet habt ihr hier bestimmt schon. Oh, ernsthaft jetzt kritischer Fehlschlag? Alter. Okay, da ist Alex. So, okay, die ist entschärft hier vorne. Weiter. Müsstest noch mehr wahrnehmen können. Hier vier rechts ist noch eine. Kannst du die wahrnehmen? Sehr gut. Gerade so entschärft. Okay, nice. Kann man looten, oder? Cool, Heiltrank gefunden. Alles entschärft? Ne, die ganz links noch nicht. Ja, ich merke gerade. Ja. Sehr gut. Ah, die ist auch entschärft. Okay, alles entschärft. Nice. Peng. There's a pressure plate in the chair. But I'm missing something. Okay. Dann glaube ich, sind wir hier unten durch. Ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ja, das sieht so aus, als hätten wir alles. Aua, vergiftet. Ja, da war auf dem Boden ein bisschen Gift. Was war das? Hä? Na, den Giftschaden, den du gerade gekriegt hast. Deswegen hat sich die Katzenform aufgehoben. Sehr doof. Alle Dude. So, jetzt müssen wir immer noch den Paladin stellen. Na dann los! Ist das hier dieser Anders? Quatsch mal mit den Jungs. Da wurde ja noch gar nicht gelootet. Ist noch ein Vorratspaket, ist noch eine Mütze. Ja, ziehen wir das? Aber wen meinst du? Wir finden direkt Quatsch. Ja, der Anders ist da. Aber warte, die anderen sind jetzt nicht in der Nähe. Warte, wir stehen doch fast neben euch, bloß eh einen Raum entfernt. Das reicht. Mal dann Quatsch mit nicht, den anderen. Ach so, ja. Ja, das mit denen ist wahrscheinlich bescheuert. Ein Jute-Sack nicht auf mitnehmen? Nee, geht nicht. Kannst du nur aufmachen. Das ist schade. Hat mir eine eingesteckt. Ganz viel zu essen. Mhm. Ja, essen ein paar Dinge, okay. Ein Goldstück. Okay, greif mal den an jetzt, oder was? Na, warte, ich will hier bloß die drei Kisten noch looten. Von mir aus. Ich stehe oben. Den Schrank hatte Alex, okay. Den Rest müsste ich jetzt auch haben. Ja. Ja, ich würde da auch mal noch schnell hoch zu Alex laufen. Oder? Wie komme ich schon ein bisschen sexy. Muss ich wieder außen rum, oder was? Ja, das ist beim Kampfgeschehen, denke ich, oder? David, ich bin gleich oben bei Alex. Dann machen wir das erste. Ich schon alle mal, was wir davon haben, wenn wir mit ihm. Vielleicht können wir ja mit beiden. Mhm. So. Cool. Ich bin runtergefallen. Okay. Ja, Initiative. Ich wollte ihm eh nicht was sagen. Ja, natürlich. Alter. Okay. Schön. Und die haben sich natürlich jetzt alle so hingestellt, dass ich sie nicht sehe. Okay, dem habe ich schon mal 17 gegeben. Was mache ich denn jetzt? Nummer 2.
Okay. Ah, der Anführer ist fast. Also hat jetzt die Hälfte des Lebens verloren. Ungefähr. Ich würde auch auf den Anführer gehen. Oder was sagt ihr? Ne, geh du mal lieber auf die da. Die Bogenschütze? Hm. Ich muss erstmal runterlaufen, sonst wird das nichts. Gut. Höhenerhöhte Position kämpfen, nix ist. Zu dritt kriegen wir den Paladin hier drüben eigentlich gut weg. Ja, war ja klar. Ah, scheiße, ich treffe dich dann auch. Kann ich das? Nee, ich kann das nicht daneben. Das soll ich 100%. Oder kann ich die Bene hier oben treffen? Ja, die kann ich nicht mit einem treffen. Oh, so. Okay. Ach, hat auch nicht funktioniert. Okay. Alles klar. Alter, okay. Alles klar. Ach so, Alter. Okay. Läuft bei ihm. Wir müssen ihn definitiv one-shotten. Haben wir vorher gespeichert? Gelähmt! Okay, Leute, ich bin gelähmt. Fuck. Okay, krass. Kritischer Treffer. Jetzt hart auf die Fresse. Yep. Sterben. Wird es nicht bringen, Alex aufzuheben. Weil dann wird er gleich wieder umgeknüppelt. Ich habe eine 20%ige Chance, aber dann könnte ich ihn auch leben. Das gleiche, was bei Jürgen passiert ist. Ich hau ihn jetzt dreimal. Mal gucken, was passiert. Okay. Yo! 100, was? 197? Nee, das waren drei Zahlen ineinander, David. Das waren drei Zahlen ineinander. Ey, wird das so lang getroffen, oder? Nee. Nö. Zum Glück nicht. Die sind direkt. Die machen keinen Schaden bei Umliegenden. Okay, nice. Den habe ich 55. Oh. Was habt ihr hinten? 35. Aufheben kannst du mich jetzt nicht mehr, ne? Warte. Nee, leider nicht. Hm. Kann ich erst im nächsten Zug, Alex. Jo, alles gut. David, vielleicht kannst du Usen heilen? Oder befreien? Weiß ich nicht, von der Lähmung. Warte mal, guck mal, ob ich einen Gegentrank gegen Lähmung habe bei mir im Inventar. Ich hatte es vorhin irgend so weit gelesen, glaube ich. Oder? Nee, Tieren sprechen. Gegengift? Geht Gegengift? Nee, ne? Nee. Also, krass. 18. Nee. Nee. Nee, hab ich doch nicht. Schade. Wäre ja cool gewesen. Hä? Wow. Ich hab mich doch. Ich hab mich doch gar nicht bewegt. Warum hat die mich dann jetzt angegriffen? Na, du stehst bei der, oder? Aber kann ich jetzt weggehen? Nee, wahrscheinlich nee, nicht. Nee. Ich will nicht mehr stehen. Ich hab keinen Pfeil. Sie hat ja schon angegriffen quasi, also okay. Sie kann mich ja nicht normal angreifen. Ja. Okay. Kommst du dann wieder hinter? Usen hat jetzt den Buff drauf, dass er keinen Schaden bekommt, wenn er nicht angreift. Okay, cool, danke dir. Okay, stark, geil. Okay, ist mein Zug, aber ich kann nichts machen. Wie seltsam ist das denn? Weil du gelähmt bist. Du bist gelähmt, Digga. Ja, aber... Okay. Sind die gegen irgendwas eigentlich resistent? Nee. Kann von hier hinten jetzt nichts gegen die machen. Alex, soll ich dich mal heilen? Ja, heilen manchmal. Also kann doch hier auf den Trank klicken und dann auf dich, oder? Nee. Alter, in neun Züge bin ich jetzt gelähmt. Ich hab doch auch Tränke, Digga. Ich kann mich doch selber heilen. Aber ich kann in dem Zug nichts weiter machen. Ich komme nur bis hinter Usen gelaufen und weiter geht nicht. Dann positionier dich doch am besten neu irgendwie. Vielleicht kannst du ja hier einmal außen rumrennen oder so. Ja, komm, bis zur Tür gelaufen, weiter komme ich nicht. Naja, dann laufe ich. Ich hab erstmal einen neuen. Vielleicht kann ich auch heilen. Ah, 4. Natürlich das Minimum. Okay. So, jetzt kann ich noch hinter Usen verziehen, dann passt das. Ich kann mich hier neben Usen stellen.
Okay, die springt erstmal. Aber wollt ihr mich komplett verarschen oder was? Sie mag dich irgendwie nicht. Ja, was ist denn los mit denen, ey? So, warte, Alex. Hast du mich geheilt? Mhm. Okay. Oh, ich bin jetzt hinter denen. May the gods take you first. Würde ich bloß gerne mal ins Haus gucken können. Danke, Spiel. Hat sie noch? Oh, hat 20. Noch ja, aber die andere hat getötet hier neben mir. Da denkst du, macht normale Attacke reicht, ja. Oh. Nice, was war's? Jusen hat sich befreit. Jupp. Naja, speichern. Auf jeden. Wir können hier noch den Raum looten, oder? Den habe ich hier lootet gehabt. Na, wenn alles gelootet ist, dann. Der Schreibtisch, da ist noch Tinte drin. Okay, wow. Und hier. Auch oh, nur Tinti drin. Da hinten ist noch ein Sack. Aber wir müssen 4 Paladine weghauen, oder? Wer ist nur ein? Käse. So, hier unten waren wir schon, okay. Ja. Alles gelootet? Glaube. Nicht zum Inventar hinzugefügt werden. Okay, das ist ja zu groß, war. Na, Judith. War ja auf jeden Fall. Abgeschlossen, ja. Bin auf jeden Fall sehr schwer. Da hinten sind auch noch Waage, wenn wir gleich mal da machen wollen. Aber jemand sollte bei Pyla was rausnehmen aus dem Inventar, der noch was tragen kann. Und heilen wäre bei Yuse und bei dir auch mal langsam gut, oder? Oh ja. So viel heilen können wir ja nicht mehr, oder? Ich hab jetzt schon 2 oder 3 Tränke hier gefunden, musste den Bus aus meinem Inventar nehmen. Ja, mit Tränken kann ich mich auch heilen, aber... Wir können auch eine kurze Rast machen. Aber haben wir so. Ja. Würde ich sagen, oder? Können wir auch Heal direkt machen, ja? Ja, genau. Ja, zack, und alle wieder voll. Also, nee, ich bin nicht voll, ne? Ja. Okay. Ja, ich warum? Weil das verdient sonst. Genau so. Und wäre immer noch schicki, wenn einer was aus meinem Inventar nehmen könnte, oder soll ich einfach bei euch reinstopfen? Ja, stopf bei uns rein, Digga. Aber wir sind auch außer Usen. Muss ja bloß so reichen, dass ich wieder einigermaßen laufen kann. Was soll denn jetzt mit Jusen? So, jetzt kann ich wieder schneller laufen. Ich fühle mich eigentlich gerade heil. Geht doch. Den halb angegessenen Apfel. Okay, ich renn vor oder was? Oder wollt ihr erstmal looten? Vor? Ich renn vor, okay. Und? Dialog. Ach so, okay. Mit Hygien? You hear what comes next before you see it. The sharp snapping. Ah, die mutieren irgendwie, keine Ahnung. Nee, der wälzt sich im Blut. The realization hits you. That stench wasn't the dead. You can sense that the hyena's very flesh is desecrated. Gnolls. Vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. Schlüpft jetzt echt gleich ein Vieh raus? Alter, also, ich mach doch Nahkampfangriff.
Da habe ich alle gepostet. Du ordentlich zusmashen, ja. Okay, hier sind Kills gleich. Kann mir noch irgendwas jemand was geben, Neva? Ich glaube, die vier Sachen hast du da unten schon drin. Ja, das reicht doch wohl locker, Alter. Plus 6 einfach so schon usen. Was willst du denn noch? Und den höheren Würfel nimmst du ja sowieso. Richtig. Dann hau drauf! Bin ich schön. Ja. So, einfach drauf getreten. Then goes still. Okay. As the life fades from her eyes, the knoll within her dies too. Stillborn. Oh, nice. Easy Loot? Oder müssen wir die jetzt alle platt machen? Ja, ja, die anderen liegen hier noch. Und eine steht, passt auf. Ah. Ja, wir haben gesagt, wir kämpfen, also jetzt ist der Kampf. Der Kampf der Kämpfe. Und haut die ab? Nee. Okay, die ist tot. Alex lootet schon, wa? Nee, ich bin am Bewegen. Ich hab gelootet ein bisschen. Wir gehen überall oben dann noch Blutspuren lang. Alter Verwalter. Josen? Ja. Du, wir warten noch auf dich. Ja, sorry. Okay, die rennt weg. Okay, da oben, die hat Leute geholt. Da oben kommen ja, jetzt. Ja, sie hat ein paar Freunde geholt, ja. Scheiße. Okay, ist meinst du? Kümmert ihr euch um die hier unten noch? Um die 12er? Mhm. Dann schieß ich schon mal da oben drauf. Ich renn ein bisschen vor und schieß auch einmal drauf, ja. Muss erst mal gucken, ob ich die erwische hier oben. Aufgebläht. Boah, kritischer Treffer, nice. Fehlschlag, nice. Ja. Zug beenden oder was machen? Ich überlege gerade. Ich frage euch doch mal. Und wenn du so ruhig bist, dann denke ich manchmal, dass du das nicht mitkriegst. Vorteil leider. Da komme ich ran. Da läuft doch so. These boots have seen everything. Okay, nach hinten kommen auch noch welche. Jawohl, der ist tot. Nice. Tippitoppi. Was? Der kochende Zorn. Wie hat der mich jetzt getroffen, Junge? Die Entfernung.
aufpassen, Jusen, da könnt jetzt, oder? Nee, da ist keine Säure auf dem Boden, oder? Ja, aber sehr nice, danke dir. Da wollte ich nur noch diesen einen jetzt angreifen. Oh, wollte halt versuchen, Bede zu treffen. Dann gibt den eine Packung, Digga. Ah, ja, 13. Vier. Hat er noch. Nice. Perfekto, Leute. Der, sind nur noch die Beden da links, hinter, die sich da hinterm Baum verstecken. Muss noch Zug beenden oder was machen, Yusi? Dann soll er laufen. Oder bleibt da stehen, so ja. Ja, am besten Luft dahin, ja. Weil es sind Fernkämpfer, die. Ja, stimmt, machen mehr Schaden, wenn er weiter weg steht. Mhm. Ja, Yusen konnte da noch was machen. Ja, ein bisschen konnte ich noch was machen. Haut er gleich wieder ab. Oh, wenn er kocht, kann er mehrfach pro Zug angreifen. Vielleicht lässt er so eine Schuftrolle fallen. Kannst du das erlernen? Ich glaube eher, dass es eine Fähigkeit ist und kein Zauber, Digi. Aber mal gucken. Ach komm. Ich weiß nicht, Alex, du kommst ja auch immer drauf an, ist dein Charakter eigentlich so auf Richtung Bogenschütze ausgelegt? Weil meiner ist es ja nicht, deswegen treffe ich auch öfters nicht. Ja, ich habe Armbrust gelernt, ja. Okay. Aber ich mache zurzeit echt viele kritische Fehlschläge, also... Hatte ich jetzt auch bei zwei Fallen unten, hatte ich einen kritischen Fehlschlag. On my way. Ein. Jetzt habe ich einen kritischen Treffer. Perfekt, ja, aber trotzdem, das halt gar nicht. This must be where the gnolls attacked.